Liebe Freunde von Powerschutz TV, positive Energie in Europa. Ich bin heute im Europäischen Parlament in Brüssel und es freut mich ganz besonders, den Europaabgeordneten Knut Fleckenstein zu begrüßen. Hallo Herr Fleckenstein. Willkommen. Ja, ja, positive Energie in Europa. Vielleicht erklären Sie uns erstmal ganz kurz, was Sie genau machen. Sie haben verschiedene Arbeitsbereiche und was mich natürlich interessiert ist, was bringt es uns Bürgern, Ihre Arbeit? Also ich bin seit 8,5 Jahren hier im Parlament, komme aus Hamburg. Und wenn man aus Hamburg kommt, interessiert man sich für Seehäfen. Also ich bin im Verkehrsausschuss. Aber meine Haupttätigkeit ist hier, ich bin der außenpolitische Sprecher meiner sozialdemokratischen Fraktion. Ja, Außenpolitik. Ich meine, betrifft das jetzt auch einen Bürger, uns Bürgern direkt oder eigentlich nur indirekt? Na, ich glaube, indirekt auf jeden Fall, weil es geht ja um ganz unterschiedliche Dinge. Wir sollen aufpassen, dass wenn die EU nochmal erweitert wird, zum Beispiel durch die Balkanstaaten, dass sie auch sozusagen zu uns passen, dass sie die notwendigen Reformen durchgeführt haben, nun wirklich weniger Korruption haben, mehr Demokratie und mehr Medienfreiheit zum Beispiel haben. Und das begleiten wir natürlich, weil wir sehen wollen, dass da auch Fortschritte sind, sonst wird das nichts mit der Erweiterung. Und dass wir in irgendeiner Form mit unseren Nachbarn gut auskommen müssen, wenn wir friedlich auf einem Planeten leben wollen, ja, und auf einem Kontinent, ist auch klar. Also bemühen wir uns auch zu denen Kontakt wieder besseren zu bekommen, wo es im Moment schwierig ist, zum Beispiel zu Russland. Ja, aber das ist zum Beispiel auch eine persönliche Frage, wo ich mir sage, wir sind ja sehr stolz, mit 27, 28 Mitgliedstaaten ein großes Europa zu haben. Aber sind wir nicht ein ganz kleiner Fisch gegen Russland oder so? Aber warum interessiert zum Beispiel Russland sich auch für Europa? Naja, also zunächst einmal leben wir auf einem und demselben Kontinent. Und da gibt es schon eine ganze Menge Probleme, die man gemeinsam besser lösen kann. Ob das Terrorismusbekämpfung ist oder Klimaschutz. Wenn der eine Teil des Kontinentes ordentlich arbeitet, aber der andere von mir aus auch ordentlich arbeitet, aber was ganz anderes macht, es kommt nicht das Gleiche dabei raus, als wenn man gemeinsam an einem Projekt arbeitet. Und insofern, glaube ich, ist es schon ganz wichtig, dass wir auch gerade mit diesem riesigen Nachbarn Russland gucken, wo wir Gemeinsamkeiten haben. Ja. Auch wenn es andere Dinge gibt, die nicht so gut laufen zwischen uns. Super. Häfen ist natürlich Ihr Hauptthema, auch Verkehrspolitik. Da haben Sie auch schon große Erfolge erzielt. Vielleicht können Sie uns mal ein Beispiel geben, wo zum Beispiel auch der Bürger konkret profitiert hat von also dieser Arbeit. Ich kann Ihnen zwei Beispiele nennen. Das eine ist, wir haben hier im Parlament, auch dank unserer Initiative, es einfach abgelehnt, dass es noch mehr automatische Wettbewerber geben muss in einem Flughafen bei den Bodendiensten, also die Koffer hin und her transportieren. Weil alle brauchen das gleiche Gerät und je mehr Firmen da sozusagen in einem Flughafen im Wettbewerb stehen, umso billiger werden die Löhne. Und wenn man weiß, wie schlecht diese Menschen bezahlt werden und zum Teil schlechte Arbeitsbedingungen haben, dann ist das schon was, wenn wir der Kommission ausreden können, dass sie das nochmal verschlechtert, weil es dann für die Fluglinien vielleicht ein bisschen billiger wird. Ja. Und beim Hafen ist es so, es gibt dieses berühmte Port Package, das ist 13 Jahre lang diskutiert worden und da bin ich ein bisschen stolz auf mich, aber vor allem auf meine Mitarbeiter, dass wir nach 10 Jahren haben wir diesen Fall sozusagen übernommen. Da ging es darum, wie kann man die europäischen Häfen möglichst gut und wettbewerbsfähig machen. Und zweimal hat das Parlament alles abgelehnt, was da erarbeitet worden ist. Und wenn am Ende auch die Gewerkschaften sagen und die Terminalbetreiber und die Häfen selbst, das ist jetzt eine gute Lösung, dann hat man scheinbar was gefunden, wie man das regeln kann, ohne dass man vergisst, Wettbewerbsfähigkeit geht nur mit gut ausgebildeten Mitarbeitern, ja, mit einem vernünftigen Form von Konkurrenzdenken natürlich auch. Aber alles in gewissen Grenzen und so eine Zwangsliberalisierung bei Lotsen beispielsweise wird es nicht geben, weil ich möchte, dass die Lotsen durchaus staatliche Angestellte bleiben, weil wenn es um Geld und Gewinn geht, glaube ich, gehört der Lotsenberuf da nicht dazu. Ja, Sie sind auch lange genug dabei. Ich meine,
Es ist weht ein besserer Wind in Europa in den letzten Monaten selbst. Sie haben viele Krisen erlebt. Wie sehen Sie jetzt einfach mal the future of Europe persönlich? Ich bin eigentlich ganz optimistisch. Das ist zwar, klingt ein bisschen komisch, weil wir haben natürlich noch viele Probleme wie Migration und so weiter, die gar nicht gelöst sind. Aber nach dem Brexit sind doch einige so erschrocken gewesen, dass sie, glaube, offensiver an solche Fragen herangehen und auch mit mehr Willen, sich in irgendeiner Form zu einigen. Dass wir in Deutschland beispielsweise im Bundestagswahlkampf über Europa geredet haben oder auch jetzt in den Koalitionsverhandlungen oder Sondierungsgesprächen über Europa als erstes gesprochen wird, empfinde ich als einen großen Fortschritt. Ja. Denn wenn die Politiker nicht klar für diese europäische Sache auch laut eintreten, warum sollen das die Bürger tun, wenn wir selbst scheinbar Zweifel haben? Ja. Ich habe aber keine Zweifel, dass es uns besser geht, wenn wir zusammenhalten, als wenn jeder sein eigenes Süppchen kocht. Richtig, richtig. Allerletzte Frage, die geht an den Bürger, Knut. Was wollen Sie noch persönlich erreichen, als Politiker oder auch vielleicht privat? Wie sieht Ihre Zukunft aus? Meine Zukunft sieht aus, dass ich vielleicht noch einmal im nächsten Jahr von meiner Partei aufgestellt werde. Das muss man gucken. Und dann, wenn ich nochmal hier bin, möchte ich mich ein bisschen mehr konzentrieren auf einzelne Fragen und mich mehr dann sozusagen auch ins Detail reinbeißen, als sozusagen immer alles aus einem Arbeitsfeld abdecken zu müssen. Und vor allem möchte ich ein bisschen mehr Zeit für meine Frau und meine Kinder haben. Super. Was kann ich sagen? Ich danke Ihnen für Ihre positive Energie, für Europa, für Ihre Bürger, für Ihre Familie. Dankeschön, Herr Fleckenstein. Es hat mich sehr gefreut. Schön, dass Sie da waren. Auch ihr da draußen, danke wieder fürs Zuhören. Bleibt positiv. Schickt eure Positiv weiter an andere Leute. Ich glaube ganz fest daran, was man anderen Leuten gibt, bekommt man auch zurück. Also wenn ihr positiv bleibt, wird auch die Zukunft positiv. Danke und tschüss. Tschüss.